Oder warte mal. Hä? Okay. Drück einfach drauf und dann sieht man da so einen roten Punkt. Siehst du? Okay, es läuft schon, aber egal. Mach ja, einfach. Ich mach jetzt. Moin Leute, heute ist das Event hier bei uns am Reitverein und wir werden jetzt zu der ersten Prüfung sozusagen gehen, und zwar die Schnitzeljagd, und wir gehen jetzt mal zur ersten Frage. So, wir haben jetzt gerade schon die ersten beiden Aufgaben erfüllt und jetzt gehen wir mal zur dritten Frage, die hängt dort vorne, und manche Fragen, die sind ganz schön versteckt und die sind richtig schwer zu finden, und jetzt gucken wir mal auf diese Frage drauf. Soll ich die vorlesen? Ja, Mama. Frage Nummer 3. Was ist ein Pass? Eine Gangart eines Pferdes, eine Schraube für den Sattel, eine Nadel, die man beim Einflechten benutzt. Eins. Okay, das schreiben wir dann hier jetzt auf den Zettel und dann geht's zur nächsten Frage. So, jetzt sind wir bei Frage Nummer 5. Magst du mal vorlesen? Wie viele verschiedene Gangmaße, Tempi gibt, kennen wir im Galopp? 3, 5 oder 4? So, wir waren jetzt gerade bei der 6. Frage und da haben wir auch mal so richtig diskutiert, was wir nehmen. Also es ist doch schon interessant, was da so alles draufsteht. Hier ist die 7. Frage. Frage Nummer 4. Was ist Koppen? Wie äußert es sich? Okay, wir lesen es erstmal gerade durch. So, wir sind jetzt schon bei Frage Nummer 9. Und zwar? Sitz vom Reiter. Okay, wir gucken mal. Rennsitz, Leistungstreiber. Wir lesen das mal gerade durch, das ist zu viel. So, dann geht's jetzt zur letzten Frage. Die hängt da vorne. Kann man schon ein wenig sehen. Die schauen wir uns mal an. So, wir haben uns jetzt gerade schon die letzte Frage durchgelesen. Und dort ist die Lösung Nummer 1. Hoffen wir mal. Ja. Und jetzt geht's wieder zurück in die Reithalle. So, also ich hole jetzt den Rocky. Anhänger habe ich schon mal angehangen. Und dann wird der Rocky jetzt gleich aus dem Stall geholt und fertig gemacht. Noch Alfie und Gazon eben erst auf die Wiese, bevor ich mit Rocky dann zum Vereinsgelände fahre. Langs! Rocky ist auf dem Anhänger und jetzt kann's losgehen. Als zweite Prüfung gab es dann ein Run and Ride oder so ähnlich haben die das genannt.
Auf jeden Fall musste man dann halt so ein Steckenpferd halten und damit dann halt über einen Parcours gehen. Also jetzt ist als erst Antonia dran. Und das ging halt alles auf Zeit. Und es war ganz schön schwer. Antonia hat mal hier jetzt gesehen, dass sie da so eine enge Wendung gemacht hat. Und weil ich so schnell gerannt bin, habe ich das gar nicht mitbekommen. Und dann war ich schon irgendwie hinter den Sprüngen. Da bin ich halt einfach außenrum gerannt. Also es ist echt schon mega kompliziert. Das muss man sagen. Das denkt man einfach überhaupt nicht. Und hier sieht man dann jetzt, wie ich laufe. Und es ist einfach so lustig gewesen. Und wie man hier jetzt sieht, renne ich so weit und dann war ich schon irgendwie hinterm Sprung, da bin ich einfach weitergerannt. Also da hätte ich auch abkürzen können, da hätte ich bestimmt noch eine bessere Zeit gehabt. So, und dann geht's jetzt zu der nächsten Sache. Dann gab es ja noch den Geländeritt. Hier sind wir jetzt gerade auf dem Abreiteplatz. Und nur damit ihr euch nicht wundert, also Antonia sitzt ja wieder auf Jerry und sie ist mittlerweile ja sehr doll gewachsen. Eigentlich wäre sie auch mit einem anderen Pony geritten, aber weil dies leider ausgefallen ist, hat sie halt dafür nochmal Jerry benutzt, weil eigentlich ist sie natürlich ein wenig zu groß für ihn. So, wir reiten es dann jetzt halt auch schon warm, machen ein paar Sprünge. Und es war halt so, dass wir diesmal nur normale Sprünge gemacht haben, gar keinen Geländesprung vorher. Und ja, also hier sieht man dann jetzt schon meine Prüfung. Ich war sehr gespannt, wie Rocky das machen wird, weil einfach sofort so Geländesprünge machen, das macht man ja dann doch nicht einfach so jeden Tag oder so. Also über den ersten Sprung sind wir echt ganz gut gekommen und der Anfang war auch echt mega gut. Dann hier gab es jetzt einmal ein klein bisschen Schwierigkeiten, da wollte er nicht so ganz drüber und dann ist er da ja irgendwie so über den Strohballen, aber irgendwie auch nebenher gesprungen. Und dafür haben wir dann halt nur halbe Punktzahl bekommen anstatt ganze. Da musste man jetzt hier halt durchparieren. Dann halt über die nächsten drei Baumstämme. Aber falls ihr mein anderes Geländevideo gesehen habt, dann wisst ihr ja wahrscheinlich auch schon den Parcours. Und jetzt geht es ja zu diesem halben Dach sozusagen. Und keine Ahnung, was Rocky da hatte. Irgendwie wollte er da einfach nicht drüber. Der ist ja mir so da dran vorbeigehuscht. Irgendwie hatte ich das Gefühl, er geht da drüber. Und dann ist er so im letzten Moment ganz komisch davon dran hergehuscht. Dann bin ich nochmal angeritten. Dann ist er auch drüber gesprungen. Und am Ende bin ich natürlich auch den Joker geritten. Ja, die Bank, die war jetzt auch ein bisschen schief. Also er springt halt immer so am Rand. Aber der Joker, der war jetzt noch einmal richtig gut. So, dann sieht man hier jetzt Antonias Ritt. Sie ist jetzt gerade schon über den ersten Sprung drüber, weil Mama die Kamera nicht so schnell angekommen hat. Und ja, jetzt ist sie hier schon beim zweiten Hindernis sozusagen. Und Antonias Runde war auch mega gut. Jerry hat alles gemacht. Da waren wir mega zufrieden drüber. Hier war es jetzt ein wenig dicht. Aber ich finde, für so ein kleines Pony macht Jerry das einfach mega, mega gut. Beim Training ist der Jerry nicht so gerne immer über die Bank gesprungen. Und als Antonia dann die Bank angeritten ist und ich zugeguckt habe ich mir nur so gedacht, so Jerry, wehe, du gehst jetzt nicht über die Bank. Da muss ich mich einfach sofort wieder dran erinnern. Und Antonia ist natürlich auch über den Joker gesprungen. So, wir wurden dann am Ende dritter Platz, womit wir mega zufrieden waren. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!